Zeittraining war bescheiden. Ich habe ein bisschen einen Fehler gemacht. Sechster, zweite Gruppe, erste Reihe. Erster Lauf ist auch zu Ende. Bilder seht ihr gleich vom ersten Lauf. Und dritter Platz ist okay. Jetzt haben wir uns gerade Klasse 12 angeguckt. Mein Bruder fährt ja für ein anderes Team, aber ist sein eigenes Team ja. Und da, wenn ihr jetzt guckt, da wird ein Audi rausgezogen. Der lag im Grab. Ja, geht gut. Ja, also hätten wir schon mal gemacht, oder? Ja, spektakulär. Der Audi war ganz versenkt, das ist doch echt mies, ja. Fahrer ist aber okay, wie immer. Daniel ist auch schon gefahren, das ist ja richtig gut aus. Ist doch kein Baum. Ja, schauen wir mal, was noch passiert. Bis später. So! Daniel, wozu? Ich muss bei Daniel eben... Sonntag in Hope! Heute ist Mittwoch! Wir haben den zweiten Lauf gefahren, zweiter Platz. Scheiße war das. Timo sagte, mit den Reifen war nicht so gut die Wahl. Jetzt haben wir nochmal andere von dem Spendenlupo. Haben wir jetzt Reifen draufgesteckt vorne. Von Timo, mal gucken, wie das wird. Ja, viel schrauben mussten wir nicht bis jetzt, Gott sei Dank. Daniel ist, was ist Daniel immer? Vierter, ne? Ja. Vierter. Mein Bruder ist gar nicht an den Start gegangen, da gibt es irgendwelche Elektroprobleme. Da sind die aber schon bei. Ja. Den Lauf habt ihr ja gerade gesehen. Von mir. Dritter Lauf steht noch aus. Aktuell sind wir auf dem Finalplatz, was wichtig ist. Boah. Gucken, wie das Finale wird. Klasse 1 ist echt stark besetzt. Christian hat immer noch Bock, auch wenn er ein VW-T-Shirt anhat. Egal. Wir haben richtig geil gegessen gestern. Timo und Nicole haben so eine Mordschnitzel gemacht. Geile Soße und so, war richtig gut. So, und jetzt könnt ihr da hinten mal ein bisschen gucken, da wird ein bisschen geschraubt. Ja, bei Daniel läuft das. Timo, was ist da los? Habt ihr eine unrichtige Stelle gefunden? Wer? Habt ihr eine Stelle gefunden? Wer? Hier, wer so eine wegzukissen will, dann ist das. Wer ist Timo? Kann ich nicht mehr. Gar nicht so. Wenn du auf mich hörst, dann bin ich auch nicht mehr so. Bin ich ja hier. Ich hab ja jetzt gehört. Nee, hast du gestern Abend nicht gemacht, also bist du jetzt raus. Ja, aber ich habe auch gelernt. Das ist nicht toll, aber. Ja, dann muss er mal tanken. Der Olli ist hier mit dem Erbauer des Fahrzeugs. Das ist natürlich super. Tim Wies ist auch da, der hat das Auto mal gebaut. Das Ding ist ausgegangen, das war's. Ja, mal gucken. Alle Lüfter mit Arbeitsgerät. Gucken, ob die einen Fehler finden. Bis gleich. Tim sagt von da vorne auf die Kurve B. Ja,
Auf den dritten Platz im Superfinale der Division 1. Auch der Klasse 1. Platz 3 geht an Tobias Strauß. Platz 2, auch ein Klasse 1 Fahrzeug mit der Startnummer 102, Jérôme Lammers. Zurück aus Hupe, da sind wir wieder. Ja, war ja doch noch ein relativ erfolgreiches Wochenende. Vierter Platz in der Klasse. Mega Fight gehabt, das war spannend bis zum Schluss, bis zur Ziellinie. Dann noch Superfinale gefahren, da auch ein Mega Fight mit Jérôme Lammers gehabt. Das hat richtig Bock gemacht. Fahrerisch alles abverlangt, aber heute bin ich auch sehr K.O. Das Auto steht schon wieder in der Werkstatt. Christian bereitet das schon wieder vor fürs nächste Rennen. Am Wochenende wollen wir vielleicht nach Grünewalde mal bei der EM vorbeischauen. Gucken, ob das klappt.
Und ansonsten sehen wir uns in Werlte. Bis dahin, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren. Tschüss, ciao und bye bye, bis zum nächsten Mal. Und eins habe ich vergessen, diesmal ist es nicht Hopster hilft. Besten Dank.